Dynamo TV aus dem Sommertrainingslager in Herxheim wird Ihnen präsentiert von Verticalis, Ihr Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Sonne, Schweiß und gute Laune. Herxheim mitten in der Pfalz. Ein beschaulicher Ort, viel Natur und wenig Ablenkung. Ideale Bedingungen, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Sehr gut. Schönes Wetter, super Hotel und Trainingsplätze sind auch relativ gut. Und ja, wir können hier sehr gut arbeiten und uns die Grundlage schaffen, die wir für die Saison brauchen. Also wir fühlen uns alle sehr wohl hier. Wir haben ja sehr gute Gegebenheiten. Das Hotel ist super, das Essen ist super. Wir haben es nicht weit zu den Plätzen. Und ich glaube, so ein Trainingslager ist auch immer gut, um als Mannschaft zusammenzuwachsen. Wir haben ja auch ein paar neue, haben jetzt auch ein paar neue Dinge auch im Training probiert. Und deshalb ist, glaube ich, so ein Trainingslager immer sehr gut, um zusammenzuwachsen. Die Neuhaus-Schützlinge arbeiten unter tropischen Temperaturen weiter an einem neuen Spielsystem und einem neuen Geist innerhalb der Mannschaft. Einer beobachtet dabei auf und außerhalb des Platzes seine neuen Mannschaftskollegen ganz genau. Ja, I have fun. I'm a quiet guy, but in my own way I enjoy being here. I enjoy from distance looking for individual players with characters and so on, and then slowly taking more and more initiative to have contact with them and interact with them, table tennis and so on, swimming pool and so on. So I like it. Fast ein halbes Jahr haben sich die Verantwortlichen um Priyan Hammerlein bemüht, damit der Wechsel des umworbenen Linksverteidigers zustande kommt. So zurückhaltend er als Person neben dem Platz auch erscheinen mag, so fokussiert geht er mit aller Entschlossenheit auf dem Feld voran. Der Däne hatte im Sommer viele Optionen und hat sich am Ende aus Überzeugung für den Weg der SGD entschieden. It's true. I had other opportunities, but I said from the beginning that I would keep my options open. So I did. But we had a good communication back and forth, and I chose Dresden first of all because of the interest from the club itself, and then second of all because the atmosphere around the club, from the fans, supporters, people in the club, the professionalism and so on, and Germany was a priority of mine to experience, so that's why I chose Dresden. Das Kombinationsspiel und das geradlinige Angriffsspiel mit ganz viel Tempo stand auch am letzten vollen Übungstag im Vorbereitungscamp als Schwerpunkt auf dem Trainingsplan. Die Beine sind schwer, aber zusätzliche Motivation braucht hier niemand. Ach, ist nicht schwer, ist ja, wie gesagt, mein Hobby, ich liebe Fußball und daher ist es ganz leicht. For me personally it's easy to be motivated. It's my first time in Germany. I don't have a lot of experience in the German league, so it's gonna be new, and therefore I need to be motivated for every training, be prepared for match and training and game and so on. So for me it's quite motivating. Natürlich ist es in der Vorbereitung so, dass da auch die eine oder andere Einheit dabei ist, die ein bisschen anstrengender ist oder die man vielleicht auch mal nicht ganz so gerne macht, aber das gehört dazu. Wir sind alle jetzt auch lang genug dabei, dass wir das auch kennen und wissen, dass es die Grundlage ist, um dann auch erfolgreich zu spielen. Und wir wollen ja eine erfolgreiche Saison spielen und da, glaube ich, weiß jeder, wie wichtig das ist und deshalb ziehen wir das auch voll durch. Die mitgereisten Dynamo-Fans haben auch in diesem Sommer wieder die Mannschaft bei der Arbeit im Trainingslager genau beobachtet. Uwe Neuhaus und seine Jungs haben in der bisherigen Vorbereitung die Grundlagen gelegt, damit die Mannschaft in der kommenden Saison sportlich wieder rocken kann. Ja, natürlich auch ein bisschen Ausdauer, denke ich, aber überwiegend taktisch, also an dem neuen System. Und ja, es wird von Woche zu Woche besser und die Testspiele waren überwiegend gut. Und jetzt kommen noch zwei in den nächsten zwei Wochen und dann geht's los und dann schauen wir, auf welchem Stand wir sind.
Ja, um Automatismen abzustimmen, wir haben da auch ein, was das System angeht, haben wir neue Sachen ausprobiert, dafür ist die Vorbereitung ja auch immer gut. Aber auch gerade die Automatismen für die neuen Spieler. Wir haben ja auch jetzt mehrere neue und auch junge, die hochgekommen sind. Aber man merkt, dass jetzt über die Testspiele vor allen Dingen, aber auch über die Trainingseinheiten, diese Automatismen immer mehr greifen, dass wir auch als Team immer mehr zusammenwachsen. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind.